Euch interessiert auch, wie euer Infill eure Druckzeit beeinflusst, dann bleibt dran. Vorab möchte ich einmal kurz nur anmerken, wie ich die Daten herangezogen habe und wie ich auf die überhaupt komme. Ich habe vorab in Fusion 360 ein 20x20x60 Objekt erstellt, was ihr jetzt hier seht. Habe das einmal hochkant hingestellt, also stehend, und einmal vertikal, also liegend. Ich bin mit den Druckeinstellungen gegangen, 0,2 mm, Quality, war eine Voreinstellung vom Prusa Slicer. Als Filament für die Voreinstellung habe ich Prusament PETG genommen. Und als Drucker beim Prusa Slicer habe ich den Original Prusa i3 MK3S und MK3S Plus genommen. Ich habe mir die Werte 10% Infill, 20% Infill, 30% Infill, 40% Infill, 50% Infill und 100% Infill vorgenommen. Da muss ich anmerken, dass bei manchen Infill-Arten man keine 100%ige Infill-Rate nehmen kann. Da habe ich dann 100% geradlinig genommen als Referenzwert. Und ja, würde ich sagen, starten wir direkt mal rein und dann schauen wir mal, was wir für Informationen hieraus ziehen. Dieses Video dient als Vorarbeit für ein folgendes Video, in dem wir die Infills vergleichen zu ihrer Stärke im Vergleich zur Druckzeit, dass wir da dann ein ideales Infill für unsere Druckzeit herausfinden können, was uns für unser Projekt dann gerade hilft. Also fangen wir erstmal an mit geradlinig stehend. Da haben wir bei 100% eine Zeit von 111 Minuten, bei 50% 90 Minuten, bei 40% 87 Minuten, bei 30% 84 Minuten, bei 20% 83 Minuten und bei 10% Infill 81 Minuten. Also da kann man sehen, je weniger Infill man nimmt, desto schneller wird es. Bei späteren ist es nicht so, kann ich euch schon mal versprechen. Und bei liegend haben wir bei 100% 96 Minuten, bei 50% 65 Minuten, was jetzt schon 31% sind, beziehungsweise ein Drittel Zeitersparnis im Vergleich zum Stehenden, wo wir nur ein Viertel hatten. Dann haben wir 40% 58 Minuten, 30% 52, 20, 45 Minuten und bei 10% 38 Minuten, bis das Ganze gedruckt ist. Das ist halt geradlinig, ne? Kennt jeder. Darauf wechsle ich immer, weil ich habe keinen Bock auf das Infill. Gyroid, wie man es auch immer ausspricht, was wir später dann noch sehen werden. Dann haben wir ausgerichtete Gradlinik, heißt es beim Prusa Slicer. Da haben wir dieselben Werte wie beim Gradlinik. Also da muss ich jetzt nicht viel drum rumreden, das ist 1:1 dasselbe. Nur vielleicht, weil wenn man das Workpiece dann noch um 45 Grad oder so dreht, dass es dann ausgerichtet zum Workpiece ist und nicht zum Druckpad an sich. Das habe ich jetzt nicht getestet. Ich habe immer das gerade zum Druckpad gelassen. Kommen wir zum nächsten Muster, nämlich Gitternetz. Da haben wir, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, die geradlinig 100%ige Einstellung von 111 Minuten. Bei 50% Gitternetz haben wir 89 Minuten. Bei 40% 90 Minuten, was halt verwirrend ist, aber laut dem Prusa Slicer ist das so. Noch einmal kurz nachgucken. Gut, ich habe nochmal nachgeschaut, die Angaben sind sogar richtig. Ich habe also 40% Infill dauert länger als 50% Infill, was halt im Kopf so boom ist. Bei 30% und 20% Infill haben wir 84 Minuten und bei 10% Infill 81 Minuten. Und bei Gitternetz liegend haben wir 10% Infill 38 Minuten, 20% 43 Minuten, 30% 52 Minuten, bei 40% 58 Minuten und bei 50% 61 Minuten und respektive bei 100% Infill haben wir 96 Minuten, da haben wir dann auch ungefähr ein Drittel Ersparnis bei 50%. Wo man eigentlich denken müsste, bei 50% wäre es ja theoretisch ja eigentlich nur die Hälfte, aber dazu kommen wir noch. Aber jetzt haben wir nämlich die Dreiecke. Fangen wir mal wieder mit den Stehenden an. Da haben wir 81 Minuten bei 10%, 83 bei 20, 90 dann schon bei 30%. Also haben wir da einen Sprung von 7 Minuten im Vergleich zum vorherigen von 2 Minuten. Dann haben wir 40% Infill 94, 50 97 Minuten und 100% 111 Minuten. Weil ich glaube, wenn man schon mit 50% Infill druckt, da könnte man eigentlich dann auch schon die 20 Minuten bzw. 14 Minuten mehr nehmen.
dass man dann alles zu 100% voll hat, weil 14 Minuten Ersparnis ist dann ja auch nicht so wild. Kommen wir zu den liegenden Dreiecken. Da haben wir bei 100% 96 Minuten geradlinig Infill und bei 50% 72 Minuten ein Ersparnis von 24 Minuten, bei 40% 65 Minuten, bei 30% 56 Minuten, bei 20% 47 Minuten und bei 10% haben wir 39 Minuten Zeit, um das Ganze zu drucken. So, jetzt kommen wir zu dem Stern-Infill. Da haben wir bei 10% liegend, beziehungsweise stehend 81 Minuten, 20% 84, 30% 92 Minuten, bei 40% auch 92 Minuten, bei 50% 93 Minuten, also nur eine Minute länger und natürlich 100% auch wieder 111 Minuten. Bald kommen wir zu einem, da haben wir nicht das standardmäßige Infill, aber das sehen wir dann. Und Sterne liegend haben wir 39 Minuten, 45 Minuten, 53 Minuten, 64 Minuten, 68 Minuten und bei 100% 96 Minuten. Das finde ich echt cool, weil ich bin 96-Fan. Finde ich immer schön, das zu sagen. Kommen wir zu Kubisch, was wir am Ende auch haben. Beziehungsweise haben wir am Ende noch zwei oder eine weitere Form von Kubisch. Da haben wir 82 Minuten bei 10%, 86 bei 20%, 89, also wieder ein größerer Sprung bei 30%, 95 Minuten, Entschuldigung, bei 40%, 97 Minuten bei 50% und 111 bei 100%. Also bei Sachen, die halt so 14 bis 20 Minuten Unterschied nur sind, da würde ich dann, glaube ich, dann direkt 100% nehmen, weil das macht ja dann keinen Sinn. Da würde ich jetzt lieber das vermeintlich Stärkere nehmen, als die kleine Zeitersparnis da. Kommen wir zum Liegenden. Da haben wir 38 Minuten, dann 46 Minuten, dann 54 Minuten, dann 62 Minuten. Bei 50% haben wir dann 70 Minuten und 100% wieder 96. Kommen wir zur Linie, wo ich auch dachte, dass man da auch 100% Infill nehmen kann. Kann man aber leider nicht. Denn wir haben, das ist, glaube ich, so der Standardwert, den wir haben, bei 10% Infill 81 Minuten, dann bei 20% 82 Minuten, bei 30% 84 Minuten, bei 40% 87 Minuten, bei 50% 90 Minuten. Das ist, glaube ich, bis jetzt das schnellste Infill, was wir soweit haben, beziehungsweise es paart sich mit geradlinig und Gitternetz, die Plätze gerade, und geradlinig 100% natürlich wieder 111 Minuten. Beim liegenden Objekt haben wir 38 Minuten bei 10%, 44 Minuten bei 20%, 51 Minuten bei 30%, 58 Minuten bei 40% und 64 Minuten bei 50%, 96 Minuten natürlich wieder bei 100%. Jetzt kommen wir zu dem konzentrisch Infill. Dort haben wir bei 100% konnten wir dieses auswählen, da haben wir bei 100% stehend haben wir 114 Minuten, bei 50% haben wir 106 Minuten, bei 30% haben wir 99 Minuten, bei 40% 99 Minuten, Entschuldigung, bei 30% 94 Minuten, bei 20% 89 Minuten und bei 10% 84 Minuten. Und das ist soweit auch das schnellste bei 100% Infill, da haben wir nämlich hier 87 Minuten beim liegenden Objekt, das ist schneller als die 96. Dann haben wir noch 65 Minuten bei 50%, 58 Minuten bei 40%, das paart sich gerade mit Linie, mit dem Linieninfill, 51% dann bei 30%, genauso wie beim Linieninfill, 45 Minuten bei 20% und 38 Minuten beim 10%igen Infill liegend. Jetzt haben wir nacheinander ein paar Infills, die sehr, sehr speziell sind. Fangen wir erstmal an mit der Bienenwabe. Da haben wir bei 10% 83%, bei 20% 83 Minuten, bei 20% 93 Minuten. Und jetzt kommt's, bei 30% Bienenwaben-Infill haben wir schon 112 Minuten, was mehr ist als geradlinig 100% Infill. Also haben wir eine Minute länger als 100% Infill bei wem anders. Bei 40% haben wir 141 Minuten und bei 50% haben wir 170 Minuten, was ungefähr, was halt 59 Minuten länger dauert als 100% Infill bei einem anderen.
der Gradlinik. Das ist halt schon echt heftig. Aber vielleicht lohnt sich das dann ja in der Stabilität, was ich nicht glaube, aber was wir dann testen werden in den nächste Woche oder übernächste Woche. Ich weiß nicht, wann ich das Testrig fertig bekomme. Aber schauen wir mal weiter. Nehme ich zum Liegenden jetzt. Da haben wir 47 Minuten bei 10%. Dann einen Riesensprung auf 73 Minuten bei 20%. Bei 30% sind wir schon über 100% Infill bei Gradlinik. Da haben wir nämlich 100 Minuten jetzt. Dann bei 40% 126 Minuten. Und bei 50% haben wir 155 Minuten. Das gleiche spiegelt sich auch wieder bei der 3D-Bienenwabe. Da dauert das dann auch länger als 100% Infill bei 40% und 50%. Aber beim Stehenden haben wir 82 Minuten. Bei 10% 82 Minuten, bei 20% 86 Minuten, bei 30% 102 Minuten, bei 40% 130 Minuten schon und bei 50% 159 Minuten, was 48 Minuten länger dauert als 100% Infill bei Gradlinik. Jetzt kommen wir zu der liegenden 3D-Bienenwabe. Da haben wir 46 Minuten bei 10%, 67 Minuten bei 20%, 91 Minuten bei 30%, 118 Minuten bei 40%, was schon 22 Minuten länger dauert als 100% Infill. Und zu guter Letzt bei 50% 149 Minuten bei 50% Infill, was 53 Minuten länger dauert. Jetzt kommen wir zu dem Infill, was mir immer vorgeschlagen wird, beziehungsweise was der Standard, glaube ich, ist beim Prusa Slicer, nämlich Gyroid, irgendwie so. Da haben wir bei 10% stehend 81 Minuten, bei 20% 83 Minuten, bei 30% 88 Minuten, bei 40% 101 Minute und bei 50% 118 Minuten, was gleich 7 Minuten länger dauert als 100% Infill geradlinig. Beim Liegenden haben wir 40 Minuten bei 10%, 55 Minuten bei 20%, 74 Minuten bei 30%, 91 Minuten bei 40% und 108 Minuten bei 50%, was 12 Minuten länger dauert als geradlinig 100%. Jetzt kommen wir zu einem, das hat mich echt überrascht, nämlich die Hilbert-Kurve, habe ich vorher noch nie gehört, aber ein interessantes Muster auf jeden Fall. Da haben wir bei 10% haben wir 82 Minuten, ist ja ganz Standard, bei 20% 88 Minuten kann man ja auch so mit den Standard mit einziehen, 30% 102 Minuten, 40% 117 Minuten, 50% 143 Minuten und haltet euch fest, wenn man die Hilbert-Kurve 100% Infill macht, dauert das 265 Minuten für unser kleines Objekt. Zieht euch jetzt mal rein, 265 Minuten. Das ist mehr als doppelt so viel, fast dreifach so viel wie 100% Infill bei Gradlinik. Also das macht keinen Sinn, das bei 100% Infill zu drucken. Würde ich behaupten, werden wir dann in den Test sehen, weil das werde ich auf jeden Fall drucken, weil mich interessiert es sehr. Und dann haben wir dasselbe nochmal dann liegen. Da haben wir 44 Minuten bei 10%, 64 Minuten bei 20%, 85 Minuten bei 30%, 109 Minuten bei 40%, 141 bei 50% und 265 bei 100% Infill. Was auch wieder fast dreimal so hoch ist wie gerade das geradlinige 100% Infill. Das ist echt heftig. Dann kommen wir zu den archimedischen Bögen. Da konnten wir auch 100% Infill auswählen. Das dauert auch nicht viel länger als 100% geradlinig, denn da haben wir 118 Minuten. Bei 50% haben wir 105 Minuten, bei 40 95, bei 30 89, bei 20 87 und bei 10 82 Minuten. Also das hält sich noch so im Rahmen. Muss man dann gucken, ob das vielleicht stärker ist dann als geradlinig bei 100%. Gehen wir weiter zu dem liegenden Objekt. Da haben wir bei 100% für 106 Minuten, was 10 Minuten länger dauert. Bei 50% 67 Minuten, bei 40 62 Minuten, bei 30 55 Minuten, bei 20 47 Minuten und bei 10% 40 Minuten. Das ist auch noch so im Rahmen, was man hier hat, beziehungsweise das schnellste, 38 Minuten war das schnellste, also 2 Minuten langsamer, aber dafür sieht's witzig aus.
Jetzt kommen wir zu unseren letzten dreien. Aber erstmal zu dem Standard, was mit dabei war, nämlich zu der Achterstern-Spirale. Dort konnten wir auch 100% Infill auswählen. Das waren dann bei dem stehenden Objekt 188 Minuten, was kurz Kopfrechnen 77 Minuten länger dauert als 100% Infill bei geradledig. Dann haben wir bei 50% 129 Minuten, bei 40% 115 Minuten, bei 30% 106 Minuten, bei 20% 99 Minuten und bei 10% 88 Minuten beim stehenden Objekt. Beim liegenden Objekt haben wir 134 Minuten, was grob gerechnet 38 Minuten länger dauert als geradlinig 100% Infill. Bei 50% haben wir 83 Minuten, was halt fast 100% geradlinig ist, ist schon krass. Dann bei 40% 73 Minuten, bei 30% 65 Minuten, bei 20% 54 Minuten und bei 10% 43 Minuten. Jetzt kommen wir zu denen, die ich schon vorhin angesprochen habe, nämlich bei Kubisch. Da gibt es noch zwei verschiedene Arten. Nehmen wir dann erstmal Adaptive Kubisch. Da haben wir 81 Minuten bei 10%, 84 Minuten bei 20%, 86 Minuten bei 30%, 89 Minuten bei 40%, 91 Minuten bei 50% und auch hier geradlinig unser Standard mit 111 Minuten, 100% Infill. Dann zu dem liegenden Adaptiv Kubisch haben wir 39 Minuten bei 10, 44 Minuten bei 20, 50 Minuten bei 30, 60 Minuten bei 40 und 62 Minuten bei 50. Also da haben wir nur 2 Minuten mehr für 10% mehr Infill. Das ist schon krass, weil wir vorher einen Sprung von 10 Minuten hatten. Schon interessant. Und dann haben wir auch wieder unser Standard geradlinig bei 96 Minuten bei 100% Infill. Kommen wir zum letzten. Da haben wir nämlich Stützkubisch. Da haben wir 75 Minuten bei 10%, 76 Minuten bei 20 und 30%, 77 Minuten bei 40 und 50% und geradlinig haben wir unseren Standard 111 Minuten. Da sieht man, hat man zweimal, gar nicht viermal, nein, bei 20 und 30% haben wir denselben Wert und bei 40 und 50% haben wir denselben Wert. Das werden wir beim liegenden Objekt aber nicht haben, denn da haben wir 39 Minuten bei 10%, 43 Minuten bei 20%, 47 Minuten bei 30%, 49 Minuten bei 40%, 52 Minuten bei 50% und 96 Minuten beim geradlinig. Jetzt, was sagt uns das? Und sagt es, es gibt einen großen Zeitunterschied zum Beispiel bei der Hilbert-Kurve 40% zu Geroid 40%, was halt schon echt extrem ist. Aber die Frage ist auch, die ich mir dann stelle, machen die Infill-Arten überhaupt einen Unterschied bei deren Stärke? Ich denke mal ja, aber ich denke mir auch, wenn ein Infill länger dauert als ein Standard für 100%, dass es dann keinen Sinn macht, das Infill dann für die Strukturmäßigkeit zu drucken, wenn ich dann beim anderen Bild 100% Infill besser bei wegkomme. Wenn ihr versteht, was ich gerade meine. Das werden wir dann in einem anderen Video sehen. Hoffentlich hat es euch gefallen und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Das war's von mir, euer Maxi.